Danke, Udo. Da wäre überhaupt nichts gemein. So, alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer zu keinen Empfehlungen oder Aufforderungen, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Wieder Luft holen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds, insbesondere mit Derivaten und liegendem Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können, also Kapital darüber hinaus, besteht Nachschusspflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Über spezielle Risiken der jeweiligen Anlageform muss jeder Webinar-Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, die sich der Teilnehmer auf Beispiele oder Aussagen dieses Seminars oder Webinars berufe, weder vom Dozenten noch von Forex-Pro-Systemen noch von deren Partner und Führungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex-Pro-Systeme. Gesehen, gelesen und geweint. Ja, heute ist Dienstag. Verdammt hartes Wochenende weg und ich könnte mir jetzt so richtig runtergekommen vorkommen. Am liebsten. Jetzt so, wenn ich auf meinen Hund unter dem Schreibtisch gucke. Dann werde ich neidisch. Der ist runtergekommen auf seine Matte und schläft weiter, der Drecksack. Der DHL-Bruder hat mir nicht guten Morgen gesagt. Gleich per Amazon eine Hantelbank bestellen und per DHL liefern lassen. Gute Idee. Schon getan. Mit Gewicht. Kurzer Blick in den Wirtschaftskalender, so wie es morgen sein soll. Wenn ich noch irgendwas vergessen sollte, außer das Aufnahmeknöpfchen zu drücken oder sonst irgendwas, dann solltet ihr einfach Piep sagen. So, wir haben heute, da gucke, die Schweiz ist auch anwesend, hat sich vorhin versteckt vor mir, hat nicht zugehört. So, wir haben, Neuseeland ist durch, die Briten haben ihren Feiertag beendet. Den einen, den sie haben. Ich habe nur einen Feiertag am 3. Januar bis 23. Dezember. Okay. 10:45 Uhr, vorher rührt sich gar nichts. Also wenn wir uns heute mal drauf stürzen, nachdem uns oder mir, sorry, nicht euch, wahrscheinlich nicht, seid wahrscheinlich viel besser. Nachdem der DAX mir gestern einen fürchterlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich mich eigentlich ohrfeigen müsste, aber plane deinen Trade und trade deinen Plan. Ja, Google funktioniert auch nicht mehr. Aber das kommt davon. Wir können nicht alles managen. So eine Bewegung haben wir gestern den ganzen Tag nicht gesehen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich gestern Morgen hingelegt und wäre gestern Abend aufgestanden. Aber immerhin. 30 Punkte, dann scheint sich der Laden eventuell aus seiner Lethargie etwas zu erholen. Gestern war für uns im Euro nicht gerade der angenehmste Tag. Schauen wir uns immer auf einen Blick an. Gestern Morgen, Punkt 8, stand da irgendeiner mit einer Keule, hat einmal oben drauf gekloppt und hat gesagt, so, tschüss. Du hast doch geschafft, in einem Rutsch eine 18-Punkte-Bewegung hinzulegen. Respekt. Dann mal eine ganz kurze Verarsche unter die Zielbereiche. Damit nicht genug, bei der Verarsche nochmal nachgelegt. Um 10 mit den News. Die ganzen 20 Punkte, die kompletten 20 Punkte. 20 Punkte. Irre. Wieder zurück, nicht mal den Zielbereich erwischt und zurück
in die alte Lethargie. Dann sah es so aus, als wenn heute Nacht um 12:30 irgendjemand beim Euro am Bett gestanden hat und den irgendwie wachgerüttelt hat und gesagt, Alter, aufstehen, bewegen. Und dann ist er direkt aus dem Bett gefallen, das tat wahrscheinlich weh, und hat sich direkt Richtung Norden begeben, um auch direkt in die nächste Schlafpause zu verfallen. Das heißt, hier gibt es im Moment nicht so viel zu holen. Wir schauen uns, ich sehe was, was du nicht siehst. Auch ein schönes Spiel. Nehmen wir den. Wir können mal mitgucken. Punktlandung, ne? Tock. Tock, tock, aber noch ein offenes Gap, Jungs und Mädels. Und zwar von der 32,40 kommt, ist es immer noch offen. Das heißt, wir haben immer noch ungefähr 40 Punkte vor der Nase. Nach Obbe. Das Gleiche haben wir hier, um nur kurz einen Vergleich zu ziehen, auf den, ich werde alt, ich pell mich. Wo ist meine feminine Ader, wie so eine Schlange, man häutet sich. Wir haben im DAX am Freitag, wie angekündigt, die 9400 sauber erreicht. Haben kurz unterhalb da geschlossen. Kann gar nicht sehen. Frühen Morgen hier. Knapp da unterhalb geschlossen und gestern Morgen aber direkt oben drüber aufgemacht und kannten seitdem auch nur noch einen Weg Richtung Norden. Wie bitte? Ich komme mir vor wie in meiner Kindheit. Mir wird vorgelesen. Guck mal irgendwo nach einem Buch. Dann lege ich mich zu meinem Hund und schlafe weiter. Den DAX, den bevorzugen wir, oder müssen wir leider Gottes bevorzugen im Moment, nachdem wir die Ruhephase im Euro sehen. Aber der Junge versteckt sich. Jetzt aber gut hier. Aber immerhin 10 Punkte Richtung Süden und Punkt 8, 10 Punkte wieder zurück. Wir haben es jetzt Punkt 8 Uhr. 1-2 Minuten warten, wir haben Long-Signal, wir haben den Zielbereich oben bei 0,8 und den nächsten schon bei 12, wir sind bei 4. Heißt www.ufbas.de. Dirk, ob der Euro nun anfängt zu laufen oder so, das ist um diese Zeit eigentlich relativ Banane. Dass der um 8 Uhr anfängt zu laufen oder eine Bewegung reinkommt, ist eigentlich ziemlich klar. Wenn der elektronische Handel startet, fängt alles in irgendeiner Form an zu laufen. Trotzdem springen wir da nicht rein, wir warten schön ab. Wir haben im Alarm ein Long-Signal. Wir müssen den Stop in dem Fall auf die 99 legen, das heißt 4 Punkte nach unten, wir haben 4 Punkte nach oben.
Das heißt, wir sollten warten, bis er eventuell ein Stück zurückläuft. Um dann, das können wir auch gleich mal tun, ich nehme euch mal mit auf den anderen Schirm, so eine Scheiße, dass genau das, wo ihr man schreibt es Fuck. Bewegung, Korrektur. Jetzt guckt man heute Abend auf den Schirm und sagt, wieso bin ich da unten nicht eingestiegen? Weil es einfach nicht ging. Wir hatten gar keine Chance, es sei denn, der ein oder andere hat es geschafft, hier oben drüber seine Stop-Order hinzulegen, auf die 04. Wer war denn nicht so eine Schlaftablette wie ich? Wer ist denn schon wach? Bewegung, ganz schwache Korrektur, darüber auf die 04 gehört die Stop Order. Oder hätte sie gehört? Nur wer das geschafft hat, die Stop-Order oben drauf zu legen, der hat alles auch geschafft, in diese Position zu kommen. Den Sprung hier nach unten und dann der direkte Run war nicht handelbar. Aber das sind genau diese Kerzen, die man dann abends sieht und sagt, Mensch, das war ein ganz sauberes Setup, wieso war ich da nicht long? Der kluge Leute dann im Forum irgendwie schreiben. Ganz saubere Setups, aber die handeln die da nicht. Keine Chance. Leider Gottes. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber ich glaube, hier hat sich einer in den Foren, in den sogenannten Foren, Fachforen, die Finger verbrannt. Jetzt sind wir genau den Zielbereich oben angelaufen, was es uns ja jetzt nicht gerade einfacher macht. Trotzdem. Rücklauf darf Maximum zurücklaufen bis an die 02. Das sind 4 Punkte. Rücklauf an die 04 ist wahrscheinlich. Positionsgröße, wie groß? Jemand eine Idee? Richtig, Peter. Genau. Minimum, also das, oder jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Minimum um die Hälfte reduzieren. Gut gesagt, ne? Wir sollten sie auf jeden Fall zurückschrauben. Wir haben genau den Zielbereich hier oben erwischt. Nächstes Ziel wäre hier oben die 32. 11. Und wir würden jetzt, passiert kein zweites Mal, ein Drittel geht dahin. Zwei dicke voraus, ja Peter, genau. Ich weiß nicht, wer bei dir alles durchs Büro läuft.
Ich mache das heute nur, weil ich zu faul bin zum Reden. In der Regel handeln wir morgens hier nicht. Aber die Setups wollen wir erläutern, deswegen sind wir ja da. Und wir haben genau unter der Kerze hier das Alarmsignal. Der Stop muss hochrutschen, müsste hochrutschen, aber wir kommen hier unten noch mit 7 Punkten aus. Ich würde den ersten Anlauf mit 7, 8 Punkten nehmen, dadurch, dass die Position klein ist. Zack, da ist sie. Limit geht direkt auf die 32 und 38. Wenn er hier oben wiederholt, den Zielbereich anläuft, Stop hinterher auf die 04, 200 Punkte Risiko, überschaubar. Wir haben gestern im Seminar, übrigens danke für euren Besuch, es war eine ganz nette, liebe Truppe, hat Spaß gemacht. Haben wir es ja auch versucht, genau diese Setups hier zu handeln, was nicht ganz so einfach war. Und dann muss man eben mal so einen Tag mit 2, 3 kleinen Fehltrades beenden. Ich glaub, das wird nix. Rücklauf bis an die Hochs, bis an diese Hochs, also noch 2 Punkte würde ich ihn auch fallen lassen. Das darf er noch. Was für einen Indikator haben Sie im Preisfenster? Diana wird neugierig. Das sind Indikatoren, die von uns, also bei mir geht das Bild Sigi. Obwohl, bei mir hängt es, klar. Das Bild auch. Bilder hängen bei mir auch. An der Wand. Die Indikatoren müssen wir einfach mal ein paar Worte drüber wechseln, kann man sich in Ruhe mal drüber unterhalten. Das sind selbstprogrammierte Geschichten, die uns dazu bringen, in diesem Handel diszipliniert nach bestimmten Setups zu handeln, meine liebe Jana.
Alle Informationen oder das Gros dazu findest du unter www. Da. Da findest du alle Infos zu uns, über uns, die man in irgendeiner Form erhalten kann. Einfach da mal drauf gehen und ansonsten eine Kontakt-E-Mail schicken über unser Kontaktformular, dann können wir über alles am Telefon auch reden. Wir werden uns nicht irgendwie eine Alternative suchen oder irgendwie was anderes handeln oder so, und schon gar nicht, wenn wir hier in einer Position hängen. Sind immer noch 2 Punkte, 2,3 Ticks oder so. 2,3 Punkte sind wir noch hinten. Wenn da jetzt nicht wieder Dampf aufkommt, dann werde ich diese Position eventuell mit einem kleinen Verlust auch schließen. Also ich jedenfalls. Dieses Setup haben wir verpasst hier. Aber wir sind jetzt ein Punkt schlechter reingekommen, was jetzt nicht so die Welt ist. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken. Der Andi hat es nicht geschafft, sich anzumelden. Und da wir ja liebe, nette Leute sind, werden wir ihn mal noch freischalten. So, den Tret lassen wir einfach laufen. Und sobald er jetzt vielleicht den Anlauf nehmen sollte, sich wieder Richtung Norden zu orientieren, würde ich einen Stop auch direkt da unten auf 2-3 Punkte zurückziehen. 2-3 Punkte im Risiko. Wer das vorhin mitgekriegt hat, ich habe vorhin die Webinarreihe für diese Woche aktualisiert. Auf Deutsch, ich habe die Webinare am Donnerstag gestrichen. Wir haben am Donnerstag intern hier eine ganze Menge zu tun. Deswegen können wir am Donnerstag keine Webinare machen. Mal gucken, was der Peter mir schreibt.
Ich sage mal gerne, dass ich circa nicht nach 77 Kerzen, sondern wenn nach 7 Minuten nicht richtig was passiert, dann versuche ich so gefühlte 7 Minuten. Das ist mal, das können mal 6 Minuten sein, können auch mal 9 Minuten sein. Aber wenn ich ein ungutes Gefühl dabei kriege und merke, so jetzt kommt da kein Dampf mehr rein, dann ziehe ich mich aus einer Position auch mal zurück und gehe lieber mit 1, 2, 3 Punkten Verlust raus. Auf jeden Fall werde ich meinen Verlust jetzt reduzieren. Und zwar auf 3 Punkte. Oh, Günther, hat er sich nicht gemeldet? Eine Bestätigung, ob der Termin am Donnerstag steht oder am Mittwoch steht, wäre schön, aber wir werden heute Vormittag ein paar Tests durchführen im Synergie-Trading und wahrscheinlich wird das in der nächsten Woche dann auch laufen. Die letzten Tests machen wir am Mittwoch und am Donnerstag hier, so dass wir es wahrscheinlich am Donnerstag dann endgültig freigeschaltet kriegen und dass die dabei sein wollen, dann auch mithandeln können oder auf jeden Fall zugucken können. Zur Information für die, die jetzt letzte Woche hier keinen Platz im Seminar mehr gekriegt haben, also die jetzt am Wochenende nicht dabei sein konnten, wir machen das nächste Seminar im Oktober in Lohr im Trader Hotel. Dritten, vierten, fünften bis 9. Oktober. Und der letzte Tag, der Donnerstag, 5, 6, 7, 8, 9, genau ist der 9. Den Donnerstag werden wir als Live-Training-Tag dort machen, dass wir einen Tag komplett live handeln werden. Also nicht nur ich oder Uwe. Ups, so. Geht doch. Stop lasse ich trotzdem noch da liegen. Ich will, dass hier oben die 11 anläuft. Das Hotel in Dahlewitz ist ewig weit weg von der Berliner Innenstadt, ja. Und ich will nicht in die Innenstadt. Da musst du mal dein Rad nehmen und musst dich mal bewegen. Udoline. Mach ich ja auch. Stopp.
muss noch hier drunter liegen bleiben, leider Gottes. Ich werde ihn, wenn er jetzt an diesem Zielbereich bei 12 oder 11 hier oben anläuft, an der 11 war er schon, nachtrailen, um ihn unter die Unterkante von diesem Zielbereich zu bringen. 0,5 Risiko. Überschaubar, machbar. Uwe G., schick mir bitte noch mal eine Erinnerung wegen dem Gespräch, was du mit Christoph führen solltest. Ich vergesse das sonst nachher, er fährt nachher. Ich bin noch nicht ganz break-even. Aber fast. Ich glaube, gestern sind wir insgesamt, also ich jedenfalls bin, glaube ich, gestern insgesamt mit 7 Punkten oder so was Verlust raus. Wir haben 2, 3 Sachen versucht hinzukriegen. Mit Widerstandsbereichen zu handeln, nach Euro pro zu handeln, war gestern so gut wie gar nicht möglich. Aber an den Zielbereichen sich eine Position zu holen, war schon denkbar. Aber es ging auch ein bisschen in die Büchse. So, der Rücklauf genau bis an dieses Hoch, beziehungsweise an die 8 ist durchaus möglich. Deswegen liegt mein Stop hier unten. Ich habe ihm ein bisschen Luft gegeben. Das ist jetzt aber scheiße. So, Stefan J. dürfte raus sein. Es sei den ersten Einstieg hier unten schon genommen. Ich habe ihm ganz bewusst ein bisschen Luft unter der Kante hier gegeben. Und mit 0,6 oder 0,5 oder 0,7 Punkten Risiko kann ich super leben. Auf den DAX konzentrieren wir uns heute Nachmittag. Den wir heute Nachmittag von vorne bis hinten auseinanderpflücken. Dieses Scheißding. Mit dieser Position kann nicht mehr viel passieren. Die 0,5 Punkte, aber die verkraften wir. Bärbel, meine liebe Bärbel, auch wenn du zu dem zweitbegabteren Geschlecht auf dieser Erde gehörst, würde ich vielleicht doch mal ganz gerne deine DAX-Analyse sehen, hören wollen. Ich muss mich heute Vormittag hinsetzen, muss meine ganze Geschichte mal überdenken, nachdem die 9400 gestern durchschossen wurde. Mein Stop wurde um 0,4 oder 0,5 verfehlt. Der liegt bei 1,32,059. Und das Tief war bei 1,32,063. Um 0,4 Punkte verfehlt. Was nicht heißt, dass er jetzt noch nicht geholt werden kann. Aber kann ich
Demnach annehmen, dass du Short bist, Schätzelein. Ich habe es mir gedacht, ich auch. Aber ich habe gelernt und nur eine kleine Position gestern geschortet. Aber wir können ja heute Nachmittag mal auseinanderpflücken. Vielleicht willst du ja dabei sein heute Nachmittag. Ich bin Short im DAX, über Nacht, richtig. Ich habe gestern Morgen mit diesem riesen Abwartgap die Bewegung abgewartet und habe gestern eine ganz kleine Position geschortet, allein aus dem Grund, dass ich meine allgemeine Meinung zum DAX noch nicht gewendet hat. Ich vertrete allerdings den gleichen Punkt oder die gleiche Marke, so wie Bärbel, dass der Bereich da oben 9,5 plus minus, beim DAX sind ja 10 Punkte nix, plus minus 10, 20 Punkte und da oben sollte jetzt Schluss sein, er sollte sich genauso Richtung Gap Close bewegen, so wie der Euro das im Moment gerade tut. Manchmal ist es klug, nicht break-even zu gehen, sondern so einem Trade auch ein bisschen Luft zu geben nach unten oder nach oben. Eine DAX hat in 10 Minuten ein Short-Signal. Wer das nimmt, muss beachten, dass der Stop Minimum über die 80 muss. Wenn er jetzt da hochläuft, jetzt geht mein Stop auf jeden Fall so weit in Gewinn, dass ich sogar die Gebühren im Sack habe. Genau so ist es, Thorsten ohne H und meine liebe Sonja. Der DAX hat im 10-Minuten-Chart ein Short-Signal und im Spann-Chart hat er ein Long-Signal. Tut mir leid, wenn ich da vielleicht diese Woche der Falsche bin, oder? Aber ich kann im DAX keinem Long-Signal im Moment vertrauen. Ich habe da ein Problem mit. Wer da unsicher ist, sollte sich raushalten aus dem Chart und wer Kleiwels hat zwei Konten, nein, Blödsinn. Tja, Entschuldigung. Ich selber habe ein Problem, die Long-Signale zu nehmen, da wir uns immer noch in der Korrektur von den Abstürzen seit 10.000 befinden. Korrekturen handle ich im DAX sehr ungern, weil die unsauber laufen, wie man ja auch sieht, die letzten Wochen. Oh, ich brauche Vic Medi-Night und jemand, der mir ein Schlaflied singt. Solange die 9.550 nach oben nicht nachhaltig geknackt ist, habe ich ganz akutes Problem,
mich überhaupt long zu orientieren. Dazu kommt, dass wir von gestern früh noch ein Gap haben, was nicht zu ist, weder bei uns noch bei den Amis. Ich werde krank. So, und jetzt, und der Euro soll jetzt langsam Vollgas geben hier. Los. Wenn hier durchgeht, nächstes Ziel die 18. Bei den Amis gibt es noch ein härteres Gap, richtig. Die sehen noch ein viel größeres Loch. Alles ist das, sollten wir nachher in den Webinaren machen, nicht jetzt. Wir handeln jetzt Euro Pro. Und da jetzt da oben anfängt rumzuzucken, gibt mein Stop 2 Punkte in den Gewinn. Ja, ich bin erkältet. Was will man verlangen im Sommer, wenn man 4 Grad hat, nachts? Und denn so verheiratet ist wie ich, wo man draußen schlafen muss. Wenn man am Wochenende gearbeitet hat, schläft man bei der Katze. Weißt du, Schnupfen schläft bei der Katze. Ach so, beim Hund, ja. Okay, dann beim Hund. Ist ja egal. Hauptsache draußen. Ist meiner Frau auch egal. Hauptsache draußen. So, Jungs und Mädels, da ist er schon mal durch. Rücklauf bis an die 12,6 darf er. Demnach geht mein Stop schon mal 5 Punkte in den Gewinn. TP liegt oben bei 1,3238 und da bleibt er auch liegen. Doch, Kaminofen war gestern an. Ich habe noch nie so viel Holz verheizt wie diesen Sommer. Ist das eine Scheiße hier echt? Ja, in Kiel. 28 Grad. Ich wohne nicht in Kiel. Ich wohne zwischen Göttingen und Kassel. Aber immerhin, da haben wir wieder den Punkt, mein Stop, glaube ich, um. Bup, der liegt bei 32 und 3 mal die 1. Und wir haben das Low bei 1,32, 1,12. Um 0,1 verfehlt. Mal gucken. 0,1. Mein Bildschirm ist nicht zerrissen, sind alle heile. Bin gleich wieder da. Wir haben August und ich muss Taschentücher holen.
Petrus, schäm dich. So, hab nur schnell meine Erkältung rausgebracht. So, wer ist denn noch long? Stops würde ich ungefähr da platzieren, wo meine liegt. Wir haben hier den dicken Zielbereich, da gehört der Stop auch ungefähr hin, na, ganz knapp da drunter, da wo er jetzt liegt. Die 5-Minuten-Kerze werden wir im Auge behalten, die hat noch, aber auch dafür liegt der Stop ganz gut, die hat noch genau 30 Sekunden, die letzten 30 Sekunden sind immer ausschlaggebend. Oft ausschlaggebend, ich weiß, nicht immer. Und dann liegt nach der 5-Minuten-Kerze mein Stop auch genau richtig. Weil dann gehört er nach dem 5-Minuten-Chart auch genau unter diese neutrale Kerze. Und da liegt er auch. Du bist schon mal mit 5,5 Punkten raus. Fünf Punkte ist ja auch was. In dem Markt auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das ab September besser wird, dass das die letzte Scheißwoche ist hier. So macht der Euro ja keinen Spaß. Ich mache jetzt mal noch die Umfrage und dann gehe ich in die Apotheke, okay? Ich mache einen Kamin an, gehe in die Badewanne. Und da war die Position weg. Macht mal schnell noch euer Kreuzchen und dann zieht mir zurück hier. Wie eine Flasche La Vita. Was ist das für ein Gesöff? Ich trinke nichts unter 42%. Macht mir bitte eure Kreuzchen und dann ist der Papa weg. Bitte schön. Los. Hopp, 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 hopp. Zack, 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 zack. Wie erzählt zu den Grundnahrungsmitteln? Logisch. Mein Bier kaufe ich beim Bäcker. Die Kartoffeln schmecken am besten, wenn sie durchs Schwein gelaufen sind.
Doch, das Fenster ist aktiv. Die anderen machen ihre Kreuzchen. Rolando. Nur für die Schweiz gesperrt. So, bei dir, ah, alles klar. Du darfst nicht, nee. Leute, die uns im Webinar begleiten, als Organisatoren oder sonst irgendwo, dürfen nicht an den Umfragen teilnehmen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. So, 89% haben schon mal ein Kreuzchen gemacht. Die anderen 10%, die wollen wahrscheinlich nicht mit mich reden. Kann das sein? Doch, einer hat sich noch gefunden. Okay, wir beenden die Umfrage und danach das Webinar. Da haben wir das Ergebnis. Seht ihr das Umfrageergebnis? Okay, weil meine Teilnehmeransicht sagte mir was anderes. Sagte mir, dass ihr mein Chartbild noch seht. Okay, dann kann man ja, glaube ich, sich nicht beschweren. Erstaunlich, dass keiner heute Verluste gemacht hat. Haben wir auch selten, aber saubere Setups kann man auch sauber handeln. In diesem Sinne, wer jetzt seine Pünktchen im Sack hat, der sollte sich jetzt irgendwie noch wieder aufs Ohr hauen. Mache ich auch. Aber erst in der Apotheke. Ups. Mein Hund kommt auch schon um die Ecke geschossen hier. Er macht seinen Frühsport. Okay, in diesem Sinne verkrümeln wir uns jetzt und sehen uns wieder heute Nachmittag, dann kümmern wir uns mal um den DAX. Okay? In diesem Sinne, bis später. Wir sehen uns wieder um 15.15 Uhr. Nein, das ist nicht mein Weibchen, was hier quiekt, das ist mein Hund. Bis nachher. Tschüss, tschüss und moin, moin.